endlich so ein Geräusch. Sitzt dann Geist hin, macht. Oh man, come on. Gleich wieder. Na komm, dreh, Harry. Dreh du Stück. Wie dreht der eigentlich das? Das ist, würde mich auch mal interessieren. Wie gesagt, dafür, dass sich Licht eigentlich extrem schnell ausbreitet, passiert das hier nicht so. Das ist auch sehr interessant. Und wir kriegen natürlich wieder Hauspunkte. Gut, jetzt verstehe ich es vielleicht, aber davor. The fuck? Come on. Seriously? Hauspunkte! Ich hoffe, es gibt im Spiel auch noch andere Gegner, außer... diese schönen Elfen hier. Ach ne, sind ja Wichte. Sind's Wichte? Ja, es waren Wichte. Eigentlich kommen die doch nur im zweiten Teil vor und jetzt im letzten Teil mal ganz kurz. Aber... ja, zumindest im Film. Sag mal so. Was mich eigentlich auch wirklich sehr interessiert, ist doch, warum? Ich meine, wer denkt sich denn sowas aus, dass von der Kamera, wenn man den Analogstick nach links drückt, dass die Kamera sich rechts rumdreht, und wenn man es nach rechts macht, dass die Kamera sich nach links rumdreht? Das ist voll confused. Das confused doch einen mehr, als es einen glücklich macht. Vor allem muss man ja an die kleinen 6-jährigen Kinder denken, die nichts ahnen vor dem Spiel sitzen und wissen gar nicht, wo links und rechts ist. So kommen dann wahrscheinlich auch Hauptschüler und Beförderer zusammen. Die wissen dann natürlich nicht mal, wo links und rechts ist, weil man das in Harry Potter, der Gefangene von Azkaban 2.0, total anders vermittelt bekommt. Das ist natürlich klar. Ach so. Ja, voll das akrobatische Spiel, das lässt ja Assassin's Creed total wie ein Kindergarten aussehen. Jetzt sind wir wieder im großen Raum und dürfen jetzt mal wieder was kaputt hauen. Gut, eigentlich bräuchte ich doch nur. War's das, ne? Nein, das sind Hauspunkte. Aber die kommen gerade nicht so ganz so hoch. Ja, Harry, was? Warum hat sich Harry jetzt hingelegt? Der Sprung war jetzt nicht gerade so hoch, dass man das hätte machen müssen. Aber, na gut, das ist Harry Potter 2.0. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir das Buch jetzt irgendwie finden. Aber das ist ja im Endeffekt nie der Fall. Denn wenn es so einfach wäre, wäre es nicht Harry Potter und der Gefangene von Azkaban 2.0. Ladies and Gentlemen. Da drüben ist so ein Schalter. Aber ich sehe schon, wir dürfen wieder hüpfen. Da drüben ist so ein Schalter. Dürfen wir irgendwas drauf? Ob der zu was gut ist? Ron. Ron, was tust du? Auf eines dieser Symbole am Boden stellen? Wühl erstmal eine Kiste, Harry, siehst du, was du findest, ist ein Dildo. Es ist eine Art Rätsel. Gut, dann lass uns jetzt einfach mal. Schau, da ist ein Schalter. Ja, also das Rätsel war schon recht heftig. Aber muss ich sagen, wäre ich 6 Jahre alt gewesen. Keine Chance. Keine Chance, hätte ich das niemals lösen können. Zu diesem Schalter. Ah, fuck. Ich glaube, wir müssen zu diesem Schalter. Ach so, ich denke doch schon wieder viel zu bescheuert. Und zwar, da wir die Charaktere wechseln können,
Aber ich glaube nicht, dass so 6-jährige Leute drauf kommen. Die stehen dann da vorne und sagen, what, wo geht's lang? Aber gut, da wir ja nicht mehr 6 Jahre alt sind und schon, ja, volljährig, wissen wir das natürlich, dass diese Rätsel uns jetzt nicht mehr ganz so fordern. Was jetzt lustig wäre, wenn Harry jetzt einfach, wenn ich jetzt die Charaktere wechsle, wenn er jetzt einfach wieder runterläuft, dann würde ich ihn, glaube ich, erstmal ins Gesicht schlagen. Yay. Yeah, yeah. Zumindest ist was passiert. Man muss ja ganz ehrlich sagen, ne? Nein, ach, fuck. Zumindestens hat das Spiel schon mal wenigstens den Namen gemeinsam, ja, wenn es sonst nicht auch mit den Büchern und Filmen gemeinsam hat. Obwohl die Filme auch manchmal nichts mit den Büchern gemeinsam hat. Also, naja, es hat schon was gemeinsam, also wie gesagt, verändert ja immer die Szenen. Aber das Spiel, das ist ja sehr heftig. Das ist eigentlich gar nichts wie ein Buch. Also bis jetzt zumindest. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt auch noch ändern wird irgendwie. Cool. Was gibt denn Schöneres als solche übelste Musik und dann natürlich das nur, weil wir eine Treppe hochgelatscht haben. Ja, genau. Das Buch, was wir finden sollen, zerstören wir natürlich jetzt erstmal mit Flüchen. Oder Zaubern. Flüche sind es ja in dem Fall gar nicht. Na gut, das sind eigentlich schon Zauberflüche, oder? Ach so, dass wieder Expelliarmus muss, ja. Wäre es nicht eigentlich viel sinnvoller, Protego da anzuwenden? Das würde ich ja noch abkaufen, dass es eventuell zurückfliegt. Aber bei Expelliarmus? Come on! Makes no fucking sense. Aber wie gesagt, ich hoffe ja, dass ich dort den ersten Teil mal wieder fertig aufnehmen kann, wenn er denn irgendwann mal funktioniert. Zumindestens müssen wir sehen, wie ich das hinkriege. Oh, das Buch sagt... Von trifftet man nicht immer. Muss jetzt aber... Oh Mann! Jetzt ist es kaputt, oder? Cool. Yay. Ist das das Buch, was wir einsammeln sollten, oder nicht? Es ist so kalt. Ah, natürlich ist das. Ja, was ist jetzt? Das war es anscheinend noch nicht. Hier ist irgendwas. Wow! Das hat geklappt. Ron, wie ist es da drin? Dunkel. Das hat geklappt. Mir tut alles weh. Kannst du was sehen? Das ist natürlich das Erste, was ich sage. Wenn mein Freund hinter einer irgendwelche Tür verschwindet. Das hat geklappt. Das macht Sinn, Harry, hä? Ich glaube, der Harry Potter in dem Spiel will eigentlich, dass Ron und Hermine sterben. Würde ich mal so ein, das jetzt einfach mal so interpretieren. Voll der sadistische Harry in dem Harry Potter und der Gefangene von Azkaban 2.0 Spiel. Voll der Hardcore-Shit, Alter. Wow, schon wieder ein Schalter. Oh, jetzt bleibt das Spiel hoffentlich nicht stehen. Und es blieb nicht stehen. Das ist gut gemacht, Ron. Siehst du, der Rotschopf wird immer... Wie kommen denn Ron... wie kommen denn Harry und Hermione so schnell hier hin? Okay. Müssen wir noch gucken. Da ist es. Dann können wir hier sicher drunter durch.
Denn da sich ja Ron und Harry sich nicht bücken können oder kriechen, muss das Hermine natürlich machen. Das ist ganz klar. Warum gibt es einen Teil im Schloss, der gefriert? Das macht keinen Sinn. Ist ja voll das Rätsel hier. Ja, das ist natürlich die Frage. Wie machen wir das jetzt? Wenn die Steuerung uns mal verrät. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Also müsste man das doch einfach jetzt hier hin irgendwie. So können wir es natürlich auch machen. Und wir hauen das Ding mal volle Kanne mit Schmackes dagegen. Vielleicht hilft das ja. Und boom! Oder auch nicht. Oh, Hermine. Oh mein Gott, ich glaube, ich komme gerade nicht weiter. Gut, ich komme gerade nicht weiter. Das ist sehr sinnvoll. Oh mein Gott. Aber was geht denn hier? Muss ich ja hier hin. Dann kann man da einfach. Ach, ich bin retarded, ey. Ich bin so retarded. Ja. Hoffentlich kann die jetzt da hochklettern. Cool. Man darf in dem Spiel nicht so kompliziert denken. Ja, gut, dass wir zwei haben. Cool! Und jetzt holen wir uns noch die Truhen da hinten, die jetzt eigentlich im Endeffekt nicht wirklich viel bringen, in dem Spiel zumindest. Jetzt habe ich voll die Rätselpower im Spiel. Ne, du sollst den anderen anvisieren, danke. Warum? Warum machst du nicht weiter? Hä, warum das? Hä? Okay, das macht sehr viel Sinn. Na ja, Hermine, lass es bitte los und kletter einfach hoch. Und jetzt wäre ich übelst geil, wenn du die Dinge aufmachst. Uhu. Wäre cool, wenn man Achievements anlocken könnte. Im Spiel hier, aber nein. Das geht ja nicht. One night in Bangkok and the world stars, bla bla. Na 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 na. Billy. And the devil walking next to me. One night in Hogwarts and the world starts. Keine Ahnung, verdammt. Müssen wir mal einen Liedtitel ausdenken. Bestimmt der Renner. Ach komm, Hermine, als ob es so schlimm wäre. Gut, nach diesem extrem Hardcore-Renner.